In den vergangenen 25 Jahren schrumpfte die Zahl der Metzgereien in Bayern um 40%, von 5.200 auf gerade nur noch 3.100. Seit Jahren schon mahnen die Freien Wähler das Metzgereisterben an und setzen sich für Nachhaltigkeit und kurze Wege beim Tiertransport ein. Mit einem regionalen statt globalen Strukturkonzept stellen Sie sich jetzt über den Bayerischen Landtag hinter unsere heimischen Fleischereibetriebe. Unser Drei-Säulen-Konzept eben Metzgereien stärken, dann den Mittelstand fördern und letztendlich auch den Kommunen die Möglichkeit geben, wieder diese Aufgabe wieder dann im Sinne einer flächendeckenden Daseinsfürsorge zu versorgen. Gute Qualität kommt nicht von ungefähr. Hat das Tier gut gelebt und wurde stressfrei geschlachtet, so merkt man das und schmeckt es auch. Ja, Qualität hat ihren Preis, zum Wohle von allen. Wir müssen die Transportwege verkürzen, das dient Mensch, Tier und der Umwelt natürlich. Wir müssen weg von den billigen Lebensmitteln. Lebensmittel sind Mehrwert und wir müssen das Ganze nicht nur bayernweit, sondern bundesweit initiieren. Wir regionale Metzger kennen unsere Lieferanten persönlich. Daher können wir uns auf eine artgerechte Tierhaltung und somit auf eine gute Qualität aus unserer Region verlassen. Als bayerische Regierungsfraktion haben wir Freien Wähler hier im Bayerischen Landtag ein Strukturkonzept entwickelt, das alle an der Wertschöpfungskette Beteiligten bestmöglich fördern und unterstützen soll. Wir sind fest davon überzeugt, dass jetzt die Zeit zum Umdenken ist, zum Wohl der Beschäftigten, der Verbraucher und unserer Tiere. Dafür setzen wir Freie Wähler uns in der Bayern-Koalition der Bayerischen Staatsregierung ein. Leider mangelt es uns der abwechslungsreichen Arbeit an Nachwuchs, der mit Herz und Verstand Lebensmittel verarbeitet. Das gilt auch hinter der Theke in der Kundenberatung. Bewirb dich daher bei deiner Metzgerei vor Ort. Wir müssen was verändern. Jetzt! Die Freien Wähler unterstützen ihre Fleischereibetriebe in Nordschwaben. Und Sie?